Mein Name ist Markus Kobelt. Unser Thema heute Rhabarber Livingston und der Winter. Der Livingston Rhabarber ist ja ganz speziell. Es ist ein tagneutraler Rhabarber, könnte man sagen, der die Tageslänge nicht spürt, der über den längsten Tag hinaus wächst und wächst und wächst und das ganze Jahr geerntet werden kann. Vermutlich geht diese Genetik auf Rhabarber zurück, die schon von Luther Burbank im Ende des 19. Jahrhunderts in den USA gezüchtet worden sind. In unserem Klima hat es einen Vorteil mit so einem Rhabarber. Man sieht hier, er startet bereits im Februar, kann man auch sehr gut verfrühen. Er hat nicht nur die Eigenschaft, dass er den längsten Tag nicht spürt, er spürt auch den Winter nicht so. Und sobald es nicht zu kalt ist, beginnt er gleich wieder zu wachsen. Das sieht man hier. Also, man könnte hier jetzt einen Topf drüber stülpen und könnte den Rhabarber verfrühen. Da wäre Livingston, wie auch normale frühe Sorten, wie unser grüner Rhabarber, sehr geeignet dafür. Aber wenn man in kälteren Regionen zu Hause ist, muss man doch vielleicht den Rhabarber ein bisschen schützen. Und man schützt ihn, indem man ihn nicht gegen die Kälte schützt, sondern gegen die Wärme. Indem man einfach im Herbst etwas isolierendes Material, Laub, Stroh, Äste, Tannenäste über den Rhabarber legt, damit er eben nicht zu schnell und zu früh den Frühling spürt. Was der Livingston hier getan hat, in einem milderen Klima in Norddeutschland ist das kein Problem, in einem kälteren Klima, wo es aber auch mal einen warmen Januar gibt, wie zum Beispiel in den Alpen, könnte das ein Problem sein, wenn nämlich die Triebe dann so hoch werden und nachher zurückfrieren, kann es sein, dass der Rhabarber schon zu viele Reserven verloren hat und dann vielleicht ein, zwei Jahre drauf etwas schwächelt. Also, Livingston ist wunderbar, man kann ihn das ganze Jahr ernten, aber über den Winter schützt man ihn am besten mit etwas Biomasse über dem Herz der Krone der Pflanze, die dann im Frühjahr wieder sich zu entwickeln beginnt. Sehen Sie auch manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr? Aber jetzt kann ich Ihnen helfen. Hier oben geht's zu Lubera.com, zum Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier geht's zu gartenvideo.com, wo Sie bequemer und einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht's zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Ich gehe jetzt aber weiter, meinen Weg.